Die Flüchtlingskrise hält seit Monaten an. Und immer noch strömen ungebremst Flüchtlinge in die europäischen Länder und insbesondere nach Deutschland. Aber immer mehr Ländern reißt der Geduldsfaden. Und namentlich Österreich und auch Ungarn haben jetzt angefangen, den Flüchtlingsstrom zu unterbinden. Teilweise dadurch, dass sie Obergrenzen verhängt haben. Aber auch und insbesondere damit, dass sie Grenzbefestigungen zwischen Mazedonien und Serbien auf der einen Seite und Griechenland auf der anderen Seite fördern. Das ist nun etwas, was die Bundesregierung verurteilt hat und was auch die Europäische Union, die Europäische Kommission verurteilt hat, weil jetzt die Flüchtlinge sich in Griechenland sammeln und es möglicherweise einen großen Rückstau geben wird, weil unklar ist, was mit diesen Flüchtlingen passieren wird. Ich denke, die Lösung ist wahrscheinlich gar nicht so schwierig, wie es jetzt getan wird. Die Lage wird wahrscheinlich dann die sein, dass wir Flüchtlingslager auch in Griechenland errichten müssen. So wie es Flüchtlingslager in der Türkei oder in Jordanien oder im Libanon gibt. Wir werden möglicherweise dann, wenn die Grenze zu Griechenland abgesperrt wird, große Flüchtlingslager in Griechenland haben. Und es ist selbstverständlich, dass diese Flüchtlingslager dann angemessen finanziert werden müssen. Aber vielleicht ist auch das zugleich ein Teil der Lösung des Problems. Denn die Perspektive, von einem Flüchtlingslager zu einem anderen Flüchtlingslager zu gelangen, ist natürlich lange nicht mehr so verlockend wie die Perspektive, dass man nach Mitteleuropa, nach Deutschland, Schweden, Österreich oder in die Niederlande kommt. Wenn es so wäre, dass wir ein Flüchtlingslager oder mehrere Flüchtlingslager in Griechenland hätten, in denen die Flüchtlinge zunächst einmal aufgefangen und versorgt werden, die nach Deutschland weiterreisen wollen, aber das jetzt nicht mehr können, dann wären wir auch in Deutschland imstande, die atmende Obergrenze einzurichten, für die Alpha sich einsetzt. Atmende Obergrenze, das bedeutet, wir wollen keine feste, starre Zahl haben, wie es die CSU vorschlägt. 200.000 Flüchtlinge noch, sagt die CSU im Jahre 2016. Und niemand versteht, warum nun gerade 200.000 Flüchtlinge. Alpha schlägt eine atmende Obergrenze vor, eine Obergrenze, die sich der jeweiligen Belastungssituation anpasst. Und zwar der Belastungssituation der Städte und Gemeinden in unserem Land. Denn nur die können entscheiden, wie groß die Aufnahmekapazitäten sind. Nur die sehen, wie groß unsere Integrationsfähigkeit ist. Was wir wollen, ist, dass die Bestimmung der Obergrenze von den Städten und Gemeinden in vielen Tausenden von Einzelentscheidungen vorgenommen wird. Jede Stadt und jede Gemeinde in Deutschland soll überlegen, wie man Flüchtlingen helfen kann und wie viele Flüchtlinge man aufnehmen kann, indem man feststellt, wie viele Wohnmöglichkeiten, wie viele Unterbringungsmöglichkeiten es gibt, welche Arbeitsplatzmöglichkeiten es in der jeweiligen Gemeinde gibt, wie die schulische Situation ist, wie viele Kinder, die kein Deutsch sprechen, man aufnehmen kann in den Schulen, ohne dass der Unterricht der deutschen Schüler nachhaltig leidet. Und welche sozialen Probleme es in der Gemeinde möglicherweise ohnehin schon gibt, angesichts anderer Menschen, die entweder in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind oder vielleicht Migrationshintergrund haben und in Deutschland nicht gut klarkommen. Diese Kenntnisse haben nur die Städte und Gemeinden. Niemand anders weiß das besser als Sie. Und deshalb müssen Sie die Entscheidung darüber fällen, wie viele Flüchtlinge Sie aufnehmen können und integrieren können. Und wenn jede Stadt und jede Gemeinde in Deutschland das tut, dann können wir diese Zahlen aufsummieren und haben damit eine Obergrenze. Eine Obergrenze, die sachlich begründet ist, die deshalb auch vor Gerichten Bestand haben kann, anders als eine willkürlich gegriffene Zahl, wie die CSU sie vorschlägt. Eine Obergrenze, die es uns erlaubt, Hilfe zu leisten und Hilfe so zu leisten, wie wir Hilfe leisten können. Das wäre der zweite Schritt, der uns aus der Flüchtlingskrise herausführt. Ich appelliere an die Bundesregierung und alle Verantwortungsträger in Deutschland und in Europa, diesen Vorschlag von Alpha aufzugreifen und eine atmende Obergrenze für Deutschland und auch für andere europäische Staaten zu verabschieden.